Hey Freunde, damit herzlich willkommen zurück bei eurem Kyulfa und herzlich willkommen zu Circus Babies Diner. Ein FNAF-Fangame, was mittlerweile sehr, sehr oft von euch empfohlen wurde, wo viele gesagt haben, hey, spiel das endlich mal, sonst knallt's. Deswegen machen wir das jetzt, damit wir keine Probleme miteinander bekommen. Ich hoffe, deswegen könnt ihr aber natürlich einen Daumen nach oben auf diesem Video dalassen, den Kanal abonnieren. Falls ihr es noch nicht gemacht habt. Nein, ernsthaft, falls ihr es nicht gemacht habt, lasst ein Abo da. Komm, kostet nichts. Aber wir gehen jetzt mal rein in Circus Babies Diner, weil das Spiel soll wirklich, naja, sagen wir mal, knackig sein. Okay, Leute, das Spiel startet. Wir haben uns hier scheinbar beworben, um bei Afton Robotics zu arbeiten. Als Security Guard natürlich. Hä? Wir sind unseres Zeichens mal wieder Nachtwächter. Tolle Wurst. Oh, bevor wir auf Continue drücken können, müssen wir tatsächlich noch unseren Namen eintragen. Und dann können wir weitermachen. Okay, wir sind Kyulfa. Wir arbeiten bei Afton Robotics. Und wir haben Nacht 1, 12 Uhr, unsere allererste Nachtschicht. Let's go. So, alles ist geladen, alles ist hochgefahren. Circus Babies Pizza World. You are Guten Tag. Establishment number one. I am AVOS, short for Advanced Voice Over System. I will be your personal guide for the week. Okay. To get started with your training, please activate your camera system. Wie? Ah, okay. Kameras. Kameras sind aktiv. Okay, Freunde, die erste Schicht geht quasi nach so einem kleinen Tutorial direkt zu Ende. Das wusste ich nicht. Wo uns quasi einfach nur gezeigt wurde, wie funktionieren die Kameras, was müssen wir so machen. Und jetzt müssen wir hier scheinbar so einen Checklisten-Report ausfüllen. Und zwar für unser Begleitprogramm. Dieses AVOS ist unser Begleitprogramm. Hat es sich gut benommen? Ja, ja. Keine Fehlfunktion. Wir wurden instruiert. Es hat sich nicht bewegt. Nein, unser Sicherheitssystem hat sich nicht bewegt. Okay, did baby move? Ich habe nichts gesehen, hat auch nicht gesprochen und niemand hat versucht, in meinem Büro zu kommen. Okay, diese Checkliste ist auf jeden Fall... Die lässt Böses erahnen. Okay, für Ballora, keiner hat sich bewegt. Okay, wir müssen am Ende von jeder Nacht so eine Checklist ausfüllen. Und das Sicherheitsprogramm hat gesagt, wenn wir diese Checklist falsch ausfüllen, wird das Konsequenzen haben. Also müssen wir wirklich darauf achten, wer aktiv ist und wer nicht. So, von den Animatronics war im Tutorial gerade aber niemand aktiv. Also füllen wir alles mit Nein aus. Niemand hat sich bewegt. Wir sind fertig. Okay, easy. Und so starten wir direkt rein in die zweite Nacht. Das ist jetzt unsere erste richtige Schicht, unsere erste richtige Nacht. Das eben war wirklich nur kurz ein Tutorial, wo uns alles einmal eben kurz gezeigt wurde. Ich habe das... Oh. Hi. Okay, look up, das ist neu. Das ist schön. Die Türen. Ja. Okay, Freunde, das Sicherheitssystem hat uns gerade noch ein paar Tipps gegeben. Zum Beispiel, dass die Türen extrem viel Energie verbrauchen. Wir müssen also aufpassen, wie oft wir die benutzen. Nicht zu oft benutzen. Über uns ist noch ein Lüftungsschacht, den wir gegebenenfalls zuhalten müssen, falls irgendjemand oder irgendetwas hier reinkommen will. So, dann haben wir hier unser normales Kamerasystem, worüber wir natürlich die Animatronics beobachten können. Allerdings müssen wir zwischendurch den Generator nachfüllen, ja? Ihr seht es. Wir müssen hier auf Refill-Generator drücken und dann geht die Generatoreffizienz wieder hoch, damit wir auch genügend Strom durch die ganze Nacht haben. Ansonsten, ihr wisst, was passiert, wenn der Strom leer ist. Kein Strom, keine Tür, die man schließen kann. Okay. Irgendwer hat gesprochen, keine Ahnung, wer das war. War das Foxy? War das eine von den Animatronics? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie wir die Animatronics abwehren können, beziehungsweise wie wir sehen können, wo die sind, ne? Ich meine, wir haben hier links und rechts die Türen, aber wir haben nichts zum Leuchten, ja? Wir haben keine Lichter oder so. Vermutlich sitzen die einfach dann vor der Tür und wir müssen aufpassen. Oh! Okay. Das war Funtime Foxy. Okay. Alles klar. Wir sind nochmal wieder in der Nacht drin. Ich habe gerade nochmal genau zugehört. Wir kriegen wirklich keine Beschreibung für Funtime Foxy. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Funtime Foxy bestimmt so funktioniert wie Standard Foxy. Nehme ich einfach mal an. Und dass wir einfach zwischendurch auf die Kamera hier gucken müssen, damit Funtime Foxy uns nicht angreift. Ich schätze mal, das wird einfach das System an der Sache sein. Einfach zwischendurch mal schauen, ob Foxy noch schön
in seiner Bühne chillt oder nicht. Ich höre Geräusche. Ich höre, Freddy hat sich bewegt. Foxy hat sich bewegt. Okay. Warte mal. Von wo wird Foxy angreifen? Bestimmt vom linken Gang aus, oder? Okay. Kein Plan, Leute. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie wir die Animatronics abwehren können im übertragenen Sinne. Also ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wann die vor den Türen sind, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie wir die hier sehen sollen. Ob wir jedes Mal Kamera checken müssen oder ob wir die hier sehen und wir dann die Tür zumachen können. Kein Plan. Wir werden jetzt einfach mal versuchen, die erste richtige Nacht zu überstehen, ohne zu sterben. Ich schätze mal, für Foxy müssen wir bestimmt die linke Tür zumachen. Das machen wir gleich mal. Okay, Foxy kommt. Okay, abgewehrt. Easy. Okay, Foxy funktioniert wie Foxy. Foxy funktioniert, wie Foxy schon immer funktioniert hat. Wir müssen einfach die Bühne im Auge behalten. Und wenn Foxy angreift, einfach die Tür zuknallen. Ganz einfaches System. Das sollten wir hinkriegen. Aber Foxy scheint es relativ eilig zu haben hier in Circus Babies Diner. Foxy scheint ziemlich auf Krawall gebürstet zu sein. Aber hey, das ist okay. Halb so schlimm. Wir haben gleich schon 3 Uhr. Sieht also halb so wild aus. Sollten wir alles hinkriegen. Ich lade gerade mal schnell den Generator wieder auf. Moment. Come on. Komm schon, Generator, fahr hoch. Wir machen das einfach mal 100%. Ist egal. Hauptsache, das Ding ist voll. Okay, wir checken mal kurz Cams. Wer ist alles aktiv? Nur Freddy ist aktiv. Also müssen wir nur Freddy und Foxy im Auge behalten. Aber wo ist Freddy? Okay, Freddy ist ganz hier drüben. Keine Gefahr für uns. Der kann wirklich hier oben irgendwo in der Ecke versauern. Bevor der zu uns runterkommt, dauert es eine ganze Weile. Und Foxy ist ja relativ laut, wenn Foxy... eine Stufe vorgeht, sag ich mal. Also jede Stufe, die Foxy sich weiter bewegt, macht Foxy ziemlich viel Krach. Das hören wir auf jeden Fall hier unten. Aber ich frage mich wirklich, was unsere Hinweise sind, wenn Animatronics links und rechts vom Büro sind. Also wenn die hier links und rechts direkt vor den Türen sind. Worauf wir dann achten müssen, um die abwehren zu können. Ich habe das Gefühl, dass wir uns hier bestimmt noch einen Jumpscare fangen werden heute. Einen ziemlich üblen. Weil ich nicht weiß, worauf es ankommt. Okay, Freddy. Ah, nee, Freddy ist wieder da. Ich dachte gerade kurz, Freddy hat sich bewegt. Aber das war wohl ein Fehlalarm. Ballora und Baby sind beide noch auf der Bühne. Gott sei Dank. Die können auch gerne auf der Bühne bleiben. Gar kein Bock auf Stress. Okay, Foxy hat sich wieder eine Ebene nach vorne bewegt. Das heißt, Foxy wird gleich attackieren. Da müssen wir auf jeden Fall darauf achten. Okay, Funtime Freddy ist immer noch da oben. Alles cool soweit. Wir haben auch circa 4 Uhr jetzt gerade. Bisschen nach 4 schon. Sieht also alles ganz gut aus soweit. Aber Foxy wird gleich safe angreifen. Safe, wir müssen aufpassen. Wir müssen auf jeden Fall auf die Cams achten jetzt. Warte mal, ich hör Schritte. Moment mal. Ist irgendwer noch aktiv? Yo, Ballora ist aktiv. Warte mal. Greift irgendwer von hier oben an? Nee, ich sehe nichts. Wo ist Ballora? Hallo? Warte mal, sind alle aktiv? Hier unten auf der Cam 07 sehen wir überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung, wo die alle sind. Oh! Alter! Hä, der hat sich überhaupt nicht angekündigt. Okay, Leute, fragt nicht nach Sonnenschein hier in Circus Babies Diner. Okay. Ich habe keinen Plan, wie die Animatronics sich ankündigen. Keine Ahnung, worauf wir achten müssen, wenn die von rechts oder links angreifen. Ich meine, Foxy zu beobachten ist ja easy. Wenn der losrennt, Tür zu, alles cool. Aber... keine Ahnung, auf was wir bei den anderen achten müssen. Oh, das wird, glaube ich, noch ganz schön haarig hier. Also Leute, wir müssen uns der Nacht jetzt natürlich noch ein weiteres Mal stellen. Ich werde jetzt gleich einfach mal Freddy auf den Kameras genau im Auge behalten. Ich meine, von einer Seite, irgendwo müssen wir ihn ja sehen, ja? Er muss sich ja irgendeiner Tür nähern, von irgendwo muss er ja angreifen. Ich weiß... was war das gerade? Ach, das war die Hintergrundmusik. Ich weiß nicht genau, in welchem Rhythmus er angreift, also von wo... von welchem Raum zu welchem Raum er sich bewegt. Wir müssen ihn deswegen gleich auf jeden Fall mal genau im Auge behalten, damit wir wissen, was der Kollege so macht. Ich meine, es kann ja nicht so... okay, er ist schon unterwegs. Das ist ja schön. Wir müssen ihn auf jeden Fall im Auge behalten, damit wir wissen, was er so macht. Und es kann ja nicht so schwer sein, die erste richtige Nacht hier in dem Spiel zu überleben. Sind wir mal ganz ehrlich, ja? Ansonsten machen wir gleich einfach... haben wir auch schon oft genug gemacht. Einfach, wir machen einfach pro forma die Türen zu. Ja, wo Türen zu sind, kann auch keiner reinkommen. Ganz einfach. So, immer schön den Generator vollhalten. Und ansonsten alles easy.
Ich meine, so weit, so gut. Wir haben ja wirklich kein Licht hier draußen, also müssen wir wirklich nur zu den Türen eigentlich gucken, wenn wirklich jemand draußen ist. Also alles eigentlich relativ entspannt. Aber wir müssen halt wirklich schauen, wohin Freddy sich bewegt, damit wir wissen, wann er rechts von unserer Tür ist. Ich schätze mal, Freddy greift nur von rechts an, weil ich glaube, die haben hier ziemlich gut die Mechaniken vom originalen FNAF eingebaut. Deswegen schätze ich mal, dass so wie Foxy nur von links angreift, Freddy auch nur von rechts angreifen wird. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, es bleibt so. Obwohl, man kann ja... Hey, hey. Freddy ist... Oh, man sieht ihn sogar. Was? Wieso greifen die denn... Ey. Das gibt's nicht. Als wenn die jetzt gleichzeitig angreifen. Okay, aber eine Sache haben wir auf jeden Fall gelernt. Wir sehen auf jeden Fall, dass Freddy wirklich an der Tür steht. Also, wenn er da steht, einfach Tür zumachen. Okay, aber das Timing gerade war gut. Da haben sie mich auf jeden Fall hochgenommen, die beiden. Also das bedeutet jetzt für unsere Taktik, Leute, wir müssen wirklich die Kamera nur hochziehen, um Foxy zu beobachten, damit wir ungefähr wissen, wann Foxy angreift und um Foxy ein bisschen zurückzuhalten. Ich schätze mal, Funtime Foxy funktioniert da genauso wie Original Foxy. Und ansonsten ist es ja eigentlich voll easy, weil wir können ja links und rechts die Türen immer sehen, auch wenn die Kamera oben ist. Und sobald irgendeiner von den Kollegen sich den Türen nähert, knallen wir das Ding einfach zu. Ganz, ganz easy. Ansonsten müssen wir ja rein technisch gesehen noch den Schacht über uns im Auge behalten. Aber ich stelle jetzt einfach mal eine Behauptung auf, Leute. Ich schätze mal, dass uns in Nacht 1 noch niemand vom Schacht aus angreifen wird. Und wenn, hören wir es bestimmt. Ich schätze mal, wenn jemand wirklich über uns da drin rumkriecht, werden wir auf jeden Fall hören, dass jemand da ist. Das werden sie hoffentlich eingebaut haben, ansonsten wäre das echt fies. Aber wenn mich nicht alles täuscht, hat Foxy gerade eben, als Foxy angegriffen hat, gar keine Geräusche gemacht, oder? Also hat nicht gesprochen vorher. Eben hat Foxy als irgendein Mist erzählt, wenn Foxy sich eine Stufe nach vorne bewegt hat. Okay, Freddy's on the road. Der ist da drüben. Hat Foxy immer was erzählt oder Geräusche von sich gegeben, wenn eine Stufe weitergeschaltet wurde. Das hat Foxy gerade eben nicht gemacht. Wir müssen also aufpassen. Ich schätze mal, Foxy macht nicht immer Geräusche, wenn Foxy sich weiter bewegt. Okay. Wir haben gleich schon mal 3 Uhr, dann wäre die Hälfte schon mal vorbei. Ist auf jeden Fall eine stressige, richtige erste Nacht, ja? In Golden Memory 2 die erste Nacht war schon ziemlich räudig. Und die hier ist ja fast noch schlimmer. Fast noch ekelhafter. Weil wir noch mal ganz andere Mechaniken haben. Okay, seht ihr, Foxy hat sich vorbewegt, wir haben gar nichts gehört. Absolut null. Okay, Freddy ist, keine Ahnung, wo Freddy ist. Ist Freddy neben uns? Nee, Freddy ist aber auch nicht an der Tür. Also, kein Stress. Solange Freddy nicht an der Tür ist, alles cool. Foxy wird auf jeden Fall... Warte mal. Ist der... Oh, warte. Foxy. Das habe ich gehört. Okay, irgendwo ist der... Okay, da ist Freddy. Okay, jetzt ist er wieder weg. Wo ist er hin? Er ist rechts von uns. Okay. Einfach chillen. Wir sehen ja, wenn er zur Tür kommt. Einfach entspannt, Freunde. Wir sehen, wenn er da ist. Noch ist er auf der Cam, also alles cool. Bisschen hin und her schalten. Aber alles halb so wild. Wir sehen es, falls er sich nähert. Sind die anderen noch alle auf der Bühne? Jupp. Alle anderen sind noch da. Freddy chillt noch da. Okay. Generator wieder voll machen. Was sind das für Geräusche, die ich hier höre? Was höre ich da? Ist das was von über mir? Nein. Hä, hey, keine Ahnung, ich habe gerade irgendwas gehört. Keine Ahnung, was ich gehört habe. Wo ist Freddy hin? Freddy ist wieder da oben. Okay, er hat nicht angegriffen. Okay, crazy. Keine Ahnung, warum er nicht angegriffen hat. Wahrscheinlich keinen Bock gehabt, der Typ. Okay. Wir machen Generator wieder voll. Alles sieht gut aus. Keiner ist am Angreifen. Ballora und Baby, beide noch auf der Bühne. Da also kein Stress an der Stelle. Wie viel Uhr haben wir? Ja, ungefähr 4, ne? Oder 4.30 Uhr oder so. Die Nacht ist also noch nicht vorbei. Aber ich denke mal, wir sollten es jetzt schaffen. Weil wir wissen ja jetzt, wie alles funktioniert. Dann ist es immer nur noch halb so schlimm. Okay, keine Ahnung, wo Freddy ist. Wir haben Freddy verloren. Ich sehe Freddy nicht auf der Cam. Okay, er ist ganz hier oben. Okay, da kann er von mir aus versauern. Da kann er von mir aus chillen. Keine Ahnung. Okay, er ist weg. Aber er ist nur wieder nach hier unten gegangen. Ballora, Baby. Immer noch beide auf der Bühne. Warte mal, habe ich gerade was... Habe ich was über mir gehört? Nein. Über uns ist nichts. Okay. So, links und rechts in den Räumen ist auch nichts. Foxy immer noch in seiner Bühne drin. Okay, alles cool. Freddy immer noch auf Cam 2. Also pure Entspannung eigentlich. Okay.
Wir machen Generator wieder voll. Wir gehen einfach wieder hoch auf 100%. Wir lassen das Ding einfach mal voll. Falls wir gleich richtig Animatronic-Aktivität haben, kommen wir garantiert nicht mehr dazu, das Ding zu refillen. Und es ist besser, wenn er voll ist. Aber die Uhr springt gleich um. Wir haben gleich 6 Uhr. Okay, Ballora und Baby beide noch auf der Bühne. Haben sich auch beide noch nicht bewegt, ne? Foxy immer noch in seinem Dings drinne. Und Freddy chillt immer noch hier oben. Aber die Uhr ist gleich auf 6 Uhr. Easy. Okay, jetzt war es auf einmal voll einfach. Keine Ahnung. Okay. Okay, springt die Uhr jetzt um? Okay, wer hat sich bewegt? Oh, Ballora und Baby haben sich beide bewegt. Wo sind denn die? Lol, Ballora ist hier oben an der Decke. The fuck? Okay, warte, ich muss Generator refillen. Generator refillen. Na komm, springt die Uhr um. Come on. Bitte? Okay. Schicht beendet, Leute. Uhr ist umgesprungen. Sehr, sehr gut. So, da die Nacht jetzt zu Ende ist, müssen wir natürlich wieder unsere Checklist ausfüllen, Leute. So, für unsere AVOS-Begleitcomputer, wie auch immer das Ding heißt. Das Ding hat sich gut verhalten. Wir hatten keine Fehlfunktion. Und ansonsten, bewegt hat es sich zum Glück auch nicht. Okay. Als nächstes die Checklist für Baby. Hat sich safe bewegt. Gesprochen, glaube ich, nicht. Und angegriffen hat Baby uns ja auch nicht. Das war alles noch easy entspannt. Ballora hat sich auf jeden Fall bewegt. Haben wir gesehen, an der Decke gegangen. Richtig crazy. Gesprochen aber nicht. Und auch noch nicht angegriffen. Freddy hat tatsächlich auch nicht angegriffen. Ne? Freddy hat auch nicht versucht, ins Büro zu kommen. Aber hat auf jeden Fall geredet. Und sich auf jeden Fall bewegt. Okay. Und Foxy hat alles gemacht. Foxy hat angegriffen, geredet, sich bewegt. Volles Programm. Okay. Checklist complete. Abspeichern. Easy. Okay. Und so starten wir dann in die dritte Nacht rein, Leute. Natürlich wieder eine Nachtschicht. Unser Terminal fährt wieder hoch. Okay, und jetzt... Oh, das klingt... Okay, jetzt hat das Betriebssystem doch eine Fehlfunktion. Okay, wir haben... keine neuen Tipps bekommen für diese Nacht. Keine Ahnung. Mal sehen, wie das Aktivitätslevel in der heutigen Nacht so sein wird. Ich hoffe, die Kollegen werden sich alle zurückhalten. Oh, Freddy ist schon aktiv. Ja, let's go. Ja, moin. Okay. Bei Foxy ist noch alles zu. Wir laden trotzdem mal den Generator auf. Einfach mal pro forma Generator voll machen. Besser ist das. Okay. Ich bin sehr gespannt, was die Animatronics heute Nacht so für Geschütze auffahren. Mal sehen, was sie so vorhaben. Ja, moin Foxy, grüß dich. Machen wir den Generator wieder voll. Ich weiß gar nicht, ob wir Foxy verlangsamen, wenn wir immer auf die Kamera gucken, um ehrlich zu sein. Ich mach das einfach nur, weil ich denke, dass es ihn... Oh, oh. Ist hier jemand im Schacht? Warte mal. Warte mal, das klang auf jeden Fall so, als wäre jemand im Schacht. 100, es sind alle unterwegs. Die ganze Bande ist unterwegs. Und hundertprozentig ist jemand über uns im Schacht. Ich glaube Ballora. Ballora kriegt an der Decke lang... Bestimmt ist Ballora die Animatronic, die im Schacht chillt. Okay, Foxy hat geredet. Foxy ist auf dem Weg nach vorne. Will uns safe angreifen. Keine Ahnung, wo Baby sich rumtreibt. Warte mal, ich hab was gehört. Hallo? Okay, noch ist niemand über uns. Keine Ahnung, wo Baby sich rumtreibt. Sehe ich nicht auf den Cams, keine Ahnung. Warte mal. Hier nicht, da nicht, da nicht. Hier unten nicht, ne, da haben wir kein Signal. Da ist Freddy. Okay, keine Ahnung, wo Baby ist, Leute. Foxy wird auf jeden Fall gleich angreifen. Foxy. Ich habe was gehört. Über uns? Nee. Wo? Rechts von uns? Ja, Freddy ist rechts von uns. Aber greift noch nicht an. Foxy greift auch noch nicht an. Ist links jemand? Links ist niemand. Okay, irgendwer bewegt sich im Schacht. Keine Ahnung. Okay, Foxy hat auch noch nicht angegriffen. Freddy ist auch noch nicht rechts von uns. Irgendwer hat sich über uns bewegt. Safe ist irgendwer im Schacht. Ich schätze mal, da ist Freddy. Ich muss hier zu machen. Warte mal, Foxy kommt auch. Ist über uns jemand? Über uns ist niemand. Okay, warte mal. Nee, Foxy hat noch gar nicht angegriffen. Ja, aber irgendwer hat sich doch bewegt. Wo ist Freddy hin? Freddy ist nicht auf den Camps. Warte mal. Ist hier jemand noch? Hallo?
Hier ist niemand. Ist hier jemand? Da ist auch niemand. Okay. Keine Ahnung, wo die hin sind. Ich mach mal Generator wieder voll. Kein Plan, wo die hingelaufen sind, Leute. Seit Baby aktiv ist, sehe ich Baby gar nicht mehr. Keine Ahnung, wo das Vieh sich rumtreibt. Über uns? Wer ist da? Ey, mach zu, die Bude! Das ist Ballora. Ja, geh bloß wieder zurück. Gar keinen Bock auf dich. Warte mal. Ich glaub... Oh, das war knapp. Noch viel knapper. Eieiei. Okay. Also Ballora kommt auf jeden Fall durch den Schacht über uns geklettert und will uns von dort aus kriegen, aber wir sind zu schlau. Nicht mit uns. Gar keinen Bock. Okay. Sieht ganz gut aus soweit, ne? Foxy ist noch im Schacht. Keine Ahnung, wo Baby sich rumtreibt. Warte mal, mach mal Kamera zu. Hier drüben machen wir mal wieder auf. Weil Freddy ist safe nicht mehr am Start. Warte mal. Da ist Ballora wieder auf dem Weg zu uns. Okay. Aber wo zur Hölle ist Baby? Da ist Baby! Kommt von da aus. Okay. Okay. Warte mal, da ist auch Ballora. Crazy. Keine Ahnung, von wo aus die ganzen Viecher sich bewegen. Mega, mega komisch auf jeden Fall. Irgendwer ist schon wieder direkt neben dem Büro. Oh! Alter! Nee! Junge! Okay, Leute, aber an der Stelle würde ich sagen, das war's für die erste Folge von Circus Babies Diner. Wir haben die Tutorial-Nacht gemacht, haben wir die zweite Nacht haben wir sogar geschafft. Die zweite Nacht haben wir sogar abgeschlossen und in die dritte Nacht mal reingeschnuppert. Ist auf jeden Fall Action in dem Game. Das Game ist auf jeden Fall nicht wie Original, wo man erstmal 3 Nächte chillen kann. Das Spiel schaltet direkt alle Gänge durch. Also, wird auf jeden Fall spannend. Wir werden das Game natürlich auf jeden Fall durchspielen, Leute. Gar kein Problem. Deswegen abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns safe im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin.